Herzlich willkommen zu den ersten Gameswelt-Nachrichten hier im September. Ich bin der Pimin, schön, dass ihr am Start seid. Morgen ist wieder Freitag, da haben wir eine neue Folge Insert Coin für euch. Die ist eine kleine Special-Sendung, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die anschaut. Aber auch heute habe ich wieder vier Themen für euch dabei. Und zwar einmal EA, da gab es so eine kleine Panne. FIFA 23 war nämlich schon kurzzeitig spielbar. Dann gibt es wohl auch bald einen neuen Nintendo Direct, vielleicht sogar mit einem neuen 2D Super Mario. Und dann habe ich auch noch wieder ein paar Gratisspiele für euch, und zwar einmal die Xbox Games with Gold und die PS Plus Spiele. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Wie jedes Jahr erscheint auch dieses Jahr wieder ein neuer FIFA-Ableger. In den letzten Tagen und Wochen wurde da ja schon immer mehr bekannt, auf welche Neuerungen wir uns freuen dürfen. Doch einen so tiefen Einblick wie gestern wollte EA garantiert dann doch noch nicht geben. So ist dem Entwickler nämlich ein kleines Malheur passiert und das Spiel war kurzzeitig auf Xbox-Konsolen spielbar. Und zwar eine Preload-Version für Vorbesteller der Ultimate Edition. Damit sickerten jetzt natürlich reichlich Infos ins Netz, unter anderem auch verschiedene Spielerwerte. Und das weiß eh jeder, zufrieden ist damit gefühlt nie jemand, deswegen gab es auch jetzt schon einen großen Aufschrei über, warum ist der Spieler so schlecht oder der so gut, so wie es halt ist. FIFA 23 erscheint dann am 30. September für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series, den PC sowie die Nintendo Switch. Laut aktuellen Gerüchten könnte uns schon bald eine neue Nintendo Direct erwarten. Nachdem Nintendo bei der Gamescom quasi nicht existent war, wäre das für Fans definitiv ein Grund zur Freude. Laut Jeff Grubb erwartet uns zu 100% eine Direct im September, womöglich schon am 12. Demnach werden dann einige Third-Party-Spiele zu sehen sein, wie auch einige größere Neuankündigungen von Nintendo selbst. Und da wird gerade die Marke Super Mario heiß gehandelt. Und zwar jetzt nicht so ein Nachfolger zu Super Mario Odyssey in 3D und so, nee, sondern ein ganz klassischer 2D-Side-Scroller-Plattformer. Aber auch The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 soll zumindest mit dem Finale-Namen einen Auftritt haben. Wir sind gespannt. Wie jeden Monat gibt es auch im September wieder ein paar Gratisspiele bei den Xbox Games with Gold. Alle Abonnenten bekommen wieder wie gewohnt vier Spiele. Zwischen dem 1. September und 30. September erwartet euch Gods Will Fall. In dem Action-Adventure erlebt ihr den Kampf zwischen den letzten keltischen Kriegern und einer Armee von diabolischen Göttern. Zwischen dem 16. September und 15. Oktober bekommt ihr dann Double Kick Heroes. Das abgedrehte Zombie-Heavy-Metal-Shoot'em-Up wartet dann mit 30 Level auf euch. Zudem bekommt ihr auch ein letztes Mal zwei ältere Xbox-Spiele, in der ersten Hälfte Thrillville, in der zweiten Monatshälfte Portal 2. Wie es dann im nächsten Monat weitergeht, was vielleicht an die Stelle von den zwei alten Xbox-Spielen kommt, das werden wir ja dann sehen. Und auch alle PlayStation-Besitzer gehen im September natürlich nicht leer aus, sofern ihr zumindest eine PlayStation Plus Essential-Mitgliedschaft oder höher habt. Ab dem 6. September bekommt ihr drei Spiele. Der heißeste Vertreter ist dabei wohl Need for Speed Heat. Das Open-World-Rennspiel entführt euch dann nach Palm City, meine Art Miami. Zudem bekommt ihr auch das 2,5D-Kampfspiel Grand Blue Fantasy Versus. Kämpft euch im Action-RPG dank zahlreicher Attacken und Kombinationen durch eure Gegner. Für die PlayStation 5 bekommt ihr dieses Mal Toem. Hier erwartet euch eine entzückende Reise durch ein handgezeichnetes Abenteuer. Und das war's auch schon wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wir hören uns morgen nach InsertCoin hier bei den Gameswelt-Nachrichten um 19 Uhr. Servus!